Spannung. Ja. Herzlich willkommen. Ich bin der Derfer. Ich habe lange nichts mehr aufgenommen. Und um wieder reinzukommen, dachte ich mir, Mensch, Crap, könntest du mal wieder Crap spielen? Und da habe ich mir dieses tolle Crap-Game ausgesucht. Ride to Hell Retribution. Das ist die 1%-Version. Wobei ich erst dachte, dass diese 1% gezogen waren auf die Wertung des Games, aber nein, das hat sogar irgendeine Bedeutung. Das ist auch sehr nett, dass es mir hier gleich den Sound so extrem laut gemacht hat. Ich hoffe, jetzt kann man mich hören. 1% irgendein Biker-Ding. Was ich auch noch gefunden habe, hier bei den Videoeinstellungen, ganz interessant, kann die Helligkeit einstellen, Untertitel ja, nein, und Fullscreen ja, nein. Und wenn man jetzt zu Untertitel schaut, dann steht da 1% und 1%. Ah, ganz ausgefeilte Optionen, die man hier anwählen kann. Und ich hoffe, das wird doch mal super. Neues Spiel. Sonntagsfahrer, böser Biker oder Motorradlocker. Motorradlocker ist leider noch verdingset. Sicherlich für spätere Durchspielzyklen, wenn man das denn gerne mag. Also spielen wir auf böser Biker. Ich fühle mich jetzt schon so böse. Die Schwierigkeit kann jederzeit im Optionsmenü eingestellt werden. Das ist ein super Hinweis. Schieße auf Propangasbehälter, um schnell Gruppen von Feinden auszuschalten. Ach, nichts tötet Gegner so gut wie Explosionen. Na dann lad doch einfach mal schneller. Game. Das Game ist aus dem Jahr 2013. Ach, müssen wir hindrücken. Und schon wieder die krasse Musik. Eindruckende Kamerafahrt. Oh. Okay. Uah. Also ich muss sagen, damit habe ich jetzt irgendwie nicht gerechnet, dass das passiert. Okay, was auch immer das jetzt war. Das Game liegt gleich voraus. Hier, steht gar keine Nummer auf Propangasbehälter oder zwar Benzin. Fast guck ich den. The fuck? Game? The fuck? Lass mich doch wenigstens eine Sache länger als 2 Sekunden machen. Ich muss auch noch E drücken. Mash the buttons. Anspruchsvoll. Anspruchsvoll. Die Oberarme, Mann. Was ist denn Geber? Fetti mit gespossenen Kopf hat keine Chance. Das ist natürlich nicht aus demselben Motorradgang wie ich. You think this is it? That I'm the last one? This ain't... Ah! Okay. Kurzer Prozess. Also ich weiß nicht, was mir das jetzt sagen soll. Oh, sogar ein Helikopter schießen. Right to hell. Okay, ich habe nichts gedrückt, aber anscheinend meint das Game, wir haben genug davon gesehen. Finde ich gut. Das Spiel weiß, was es will. 10 Tage vorher. Tupexo Army Base. Also sind wir ein Militärspasti. Ja, ich meine, Militärveteran. Oder so. Maskulines Gesicht. Zurückgeführte Haare. Conway. So wie das aus. Conway! Jake, on your feet. It's time. Ich glaube, wenn ich mir Mühe gebe, könnte ich meine Stimme auch so verstellen. Das wird sicherlich ähnlich gut klingen. Oh, Mac, der Onkel. Nice. Ja, Onkel. Das ist bestimmt unsere gute Bezugsperson. Ja, noch viel bösere Rocker. You look like shit, Jake. Yeah, I feel like shit, Mac. Welcome, old boy. Where's Mikey? Feels like forever since I've seen you guys.
I almost forgot what you look like. Back of the house. Hard to recognize him. He ain't 12 no more, that's for sure. You're as tall as you. He's still a kid. Damn, Mikey. Mac wasn't kidding. You've gotten to be one tall sack of shit. Mikey, der Bruder. Ah, shut up. Beschreibung ist sehr präzise. You look the same too, Jake. Sack of shit. But face is kind of weird. Yeah. Well. I'm real happy to see you, Jake. You too, Mikey. Both of you. Anyway. I'm sorry, but I gotta rest now, guys. But you just got back. Ain't you? Give him some time. Swear to God, I'd rather be polishing boots than sit through this crap. What else is there to do? There's some cool stuff going on in Blackfield tonight. I know a band. They're supposed to be totally far out. Mac never lets me go, but now that you're here, he's got it. You? Want to go see bands now? Come on, I'm not some little kid. You ain't little, but you're still a kid. Ellie says I'm really mature for my age. Who's Ellie? Local girl. Been going to college, if you can believe that. Helps Mikey now and again on schoolwork. She's my friend. She tells me about some of these cool bands sometimes. There's plenty of time for you to be going to see bands. Ellie's a grown woman. I don't like you being out there after dark. But now that Jake's back, I want to go. I'm sure you do, but that just ain't happening. Not yet, anyhow. It's no big deal for me to take him. We could just... Look, you got no idea what's been going on here since you left. Fellas getting killed over nothing. Oh, shit! Jake, take my bike from out back and find him. It ain't safe out there. Get out of here, goddammit. Oh, krass. Probleme im Schlaraffenland der Biker Gangs. Wir verfolgen den kleinen Bruder. Wie wir das tun werden? Natürlich voll krass und mit Style, das weiß ich. Aber wie ist mir noch... Ah, halt, wird uns beschleunigen, eher um zu bremsen. Wir brauchen schon Bremsen. Bremsen sind für Loser. Also müssen wir jetzt rammen oder einfach nur so lange hinterherfahren, bis er von alleine aufgeht. Irgendwas passiert hier, wenn ich irgendwo hinfahre. Ich bin kein besonders guter Motorradfahrer. Aber okay. Was passiert denn, wenn ich irgendwo dagegen fahre? Testen wir es mal aus. Gut, gar nichts. Ich slide einfach nur daran entlang. Nice game. Get lost! Why didn't you stick up for me? Jesus, Mike. I've been gone, okay? I don't know what the hell's going on between you and Mac. You're different, Jake. But we're a family. That's still the same. Goes for Mac too, you know? Yeah. Okay, das war intensive 20 Sekunden an Spielzeit, die wir jetzt zwischen diesen ganzen Zwischensequenzen hatten. Und wir werden belohnt mit noch mehr Zwischensequenzen. Ich hoffe, bald kommt Biker-Action. Weniger Gelaber. Tell the truth. Ellie look like that? She's your girl. You just didn't tell Mac, right? Nah. Since you left, she's kind of been the closest I've had to you, I guess.
Except she's smart. Real smart. Thanks. But she's cool, you know? She likes bands, and she makes me read books, and I like to be around her, and... I don't know. Ooh, big bad books. No wonder why Mac's all protective. Hey, why don't I go get us a burger from inside? Oh yeah, burger time. Muss jetzt Quicktime hier wenden, Burger zu holen, also. Auch nicht. Oh nein, was diese Musik wohl zu bedeuten hat. You know how to move, Tony. What? This is like a skinny little old baby cow, ain't he? You ever slice an ear off of a baby cow? They scream and scream. It's funny. Mikey, I got your burger. Let's go. Looks like you've been summoned, boy. Run on home now. Hey! Stop! Where'd you get that gun? This? Ich habe keine Ahnung, was da abgeht. Vielleicht muss man in der Motorradgang sein, um das zu verstehen. Aber hey! What was that mehr about? Motorradfahren! A lot of stuff about the symbol on your back, you don't know! Like what? Dad must have left us with Mac for a reason, right? Ah. I got a feeling it has to do with those fuckers back there. Ich verstehe. Who were they? The Devil's Hand. Okay, das war schon wieder wirklich sehr vielsagend. Was muss ich denn tun? Okay. Ich prügle. Ah. So macht man das eigentlich. Also, anscheinend ist das eine rivalisierende Motorradgang. Und wir fighten uns, indem wir Quicktime-Events auf Motorrädern machen. ja. Zumindest ist die Musik gar nicht mal so nervig. Oder so. Weiß ich nicht. Gibt Schlimmeres. Warum ist jetzt diese Faust da oben? Ist das jetzt? Ich kann den verprügeln. Ja, das macht Sinn. Ich bin überrascht, dass... Weiß ich nicht, dass das Game so ohne Probleme läuft. Schauen wir uns ein bisschen von mir durchfahren. Ich gebe extra Punkte. Weiß ich nicht. E. Was sagt mir jetzt E? Oder R? Ja, geh weg. Ich weiß keine Ahnung, warum diese Motorräder explodieren, aber ich find's gut. Ja, wie wir schon im Intro gelernt haben, Explosionen machen alles besser. Ich weiß nicht, müssen wir jetzt einfach nur so lange überleben? Oder... Ja, drücken wir das noch ein bisschen. Fahren wir den mal auf. Okay, anscheinend tötet es uns das nicht, sondern es fehlt einfach nur Black. Ja, fahrt einfach alle an mir vorbei. Ich glaube, eigentlich muss ich hier gar nichts machen, oder? Jetzt bin ich ja einen anderen Typ vorbeigefahren und weiß ich nicht, müssen die nicht vor mir fahren? Whatever, Game, whatever. Ich glaube, wir werden noch viel von diesen Ladescreens sehen. Oh. Don't you move now, cherry pie. Nohoho, der moves. Time to put that fucking piece down, cowboy. It's gonna be okay, Mikey.
That gun's getting a bit heavy for you, wouldn't you say? Warum zieht der Typ da links daneben nicht auch auf mich? Wäre das nicht sinnvoller? Ach, scheißegal. Ziehen wir halt alle auf ein. As I was asking before, we want to know where the boy here got his cut from. Would be nice to know who you are, too. It's nobody's. It's just a jacket. Look, lad. This is the part where you beg for his life. You understand? You understand? He's just a kid. It seems like we're reaching an understanding here. Let me put it plain. Retribution should be dead and buried. You don't tell me where you got this jacket. The same thing will happen to this child. Oh, die Verzweiflung in seinem Last Gesicht. Chance, lad. Tell him. Jake, please tell him. Ja, Jake, sag's ihm. It's our dad's, okay? It's our fucking dad. And who might your father be? William Conway. Toledo Conway? Oh, Toledo Conway. No! Tja. Dieser Schrei würde die Geschichte eingehen. Das ist der größte Gefühlsbruch, der jemals in einem Videospiel erlebt wurde. Was nur? Haben uns auch erschossen. Spiel zu Ende. Oh, das Replay. So gut. Okay, das waren jetzt 6 Schüsse. Oder mehr? Weiß ich nicht, kann mich schon nicht mehr daran erinnern. Es ist alles so nichtssagend. Aber sagen wir mal 6 Schüsse. Und wie viele davon hat er getroffen? Keinen auf unseren Kopf. Und anscheinend auch keinen so, dass wir verletzt sind. Well, it's nothing, Mac. Mikey's gone. Gott. And I'm gonna hunt down every one of those animals.